Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich will es kurz machen, denn Purish ist jetzt 6 Jahre alt geworden und ab 18 Uhr heute gibt es bis zu 70% auf alles und mit Claudis Welt 10 kannst du nochmal 10% on top sparen. Wow, ich habe hier eine kleine Übersicht, ich habe alles in der Infobox verlinkt und ich würde jetzt einfach mal starten. Es ist natürlich alles so, nur solange der Vorrat reicht, ist klar, ne? Und ihr bekommt 10%, wenn ich das richtig verstanden habe, auf alles, außer auf No Cosmetics, also quasi nochmal on top. Das heißt, auch die Produkte oder die Marken, die jetzt nicht unbedingt im Sale mit drin sind, bekommt ihr trotzdem nochmal 10% günstiger. Zuallererst gibt es die Kategorie Tanning. Da muss ich wirklich sagen, bin ich persönlich eigentlich eher so raus, ne? Da bin ich gar nicht so mega into it. Ich kann euch aber auch so ein bisschen was einblenden. Das ist einmal die Purish Summer Bag, die dann quasi bis zu 30% reduziert ist. Genauso auch Produkte von der Marke Bali Body, Loving Tan, The Fox Tan und Bondi Sands. Alles Marken, wo ich persönlich sagen muss, habe ich noch nicht so wirklich ausprobiert. Aber wer da Bock drauf hat und sich da vielleicht auch mal Lichtschutzfaktor-Produkte angucken möchte oder Self-Tan-Produkte, ist da auf jeden Fall mit bis zu 30% gut unterwegs. Dann ist auch noch Haircare mit am Start. Da haben wir 3 verschiedene Marken. Das ist einmal Color Wow, das kenne ich tatsächlich auch. Das ist eine super schöne, dieses Leave-In-Spray, das hier, ist total super. Macht wirklich schöne Haare und ist auch langfristig eine ganz, ganz tolle Sache. Dann ist Olaplex mit am Start. Ich habe Olaplex noch nie ausprobiert, weil mir persönlich das immer ein bisschen zu kompliziert war, inwiefern man das Ganze auch kombinieren kann. Dann Hairtamin. Hairtamin habe ich auch das ein oder andere Mal tatsächlich schon verwendet hinter der Kamera. Das sind Nahrungsergänzungsmittel, deswegen bewerbe ich das halt nicht aktiv. Ja, da bekommt ihr halt was für Haut, Haare, Nägel und so weiter. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Dann gibt es auch noch bis zu 30% Rabatt auf folgende Make-up-Marken. Da habe ich hier auch ein bisschen schon was stehen. Habe mich auch geschminkt damit und der Look dazu kommt auch morgen online. Da habe ich einmal Denisa Myricks Beauty. Ich denke, dass da zum Beispiel auch die neuen Produkte, wie zum Beispiel der Yummy Skin Tint auch mit drin sein wird. Aber halt nur bis zu 30% und nicht bis zu 70%. Habe ich drauf, ist sehr, sehr leicht. Schon mal kurze Review zwischendrin, ne? Können wir mal machen. Wer wirklich nur eine super leichte Deckkraft und ein wirklich saftiges Hautbild haben möchte, ist damit gut beraten. Wenn man ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, ist dann vielleicht eher so der Skin Realist von Nabla eine bessere Entscheidung. Oder die Ilia Foundation, da kommen wir gleich auch noch zu. Ebenfalls auch auf meinen Augen neues Produkt habe ich hier den Eyeliner Linework Onyx. Der ist mega geil, finde ich großartig, super empfehlenswert. Sehr, 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 sehr schön. Und auch in meinem Gesicht habe ich hier das Puder. Das ist dieses pinke Puder. Ist auch total, ne, Hilfe, Evolution Powder. Wunderschön für die untere Augenpartie. Hat einen richtig tollen Blurring-Effekt gemacht und auch verhindert, dass irgendwas auch nur in irgendeiner Art und Weise creasen wollte. Also sehr große Empfehlung. Natürlich gibt es auch von Denisa Myricks noch die Chrome Flakes und die Twin Flames. Das sind ja diese Produkte hier. Da würde ich tatsächlich eher empfehlen, die Twin Flames für diejenigen zu verwenden, die es ein bisschen einfacher haben wollen. Und die, die wirklich so Festival-Make-up haben wollen, sind die Chrome Flakes, auch eine ganz gute Geschichte. Da gibt es auch einen neuen Farbton, auch super interessant, habe ich aber auch noch nicht ausgetestet. Aber die Chrome Flakes hatte ich schon ein paar Mal auf meinen Augen. Das ist wirklich ein bisschen tricky, aber es macht mega Spaß. Auch in meinem Gesicht habe ich hier den Blush von Denisa Myricks in der Farbe Rosen Brunch. Der reicht dir für dein ganzes Leben, muss ich wirklich sagen, weil du nur sehr, sehr wenig davon brauchst und der gibt es aber auch in verschiedenen Farben, ne? Weiter geht es mit LH Cosmetics. Das ist die Marke von Linda Hauberg. Auch da bis zu 30% und auf ausgewählte Produkte auch hier bis zu 70% Rabatt drauf. Das ist richtig, richtig krass. Da habe ich aktuell als Primer jetzt verwendet Shaping Light in Warm Glow. Sehr, sehr schön, wenn du das wirklich punktuell so als Highlighter machen möchtest, kannst du es auch machen. Ist mir persönlich tatsächlich sogar ein ganz kleines bisschen zu wenig, aber als Primer, um dem Ganzen nochmal schön einen Glow zu verleihen, ist das definitiv schön. Auch auf meinen Lippen als Topper drüber gegeben, Infinity Lip Gloss in der Farbe Pastel Peach. Der ist sogar in der Box mit, in der Pride Box, Maxime Giacomo X Purish drin. Ich weiß nicht, ob die sogar auch im Sale mit drin sein wird, da
könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und natürlich auch auf meinem Gesicht, was heißt natürlich aber, ne, ist auf meinem Gesicht, der neue Bronzer, der Infinity Bronzer in der Farbe Luminous, auch sehr schön. Ich persönlich würde sagen, für meinen sehr hellen Hautton ist das hier der perfekte Winterbronzer. Jetzt Richtung Sommer würde ich doch eine Nuance dunkler wählen. Dann gehen wir weiter zu Style Pro. Da muss ich passen. Von der Marke habe ich so noch nichts zu Hause, was ich euch auch groß empfehlen könnte. Aber bei der nächsten Marke, Nabla Cosmetics, sind wir natürlich ein bisschen krasser mit am Start, weil Nabla ist einfach so eine Marke, die hat es echt tief in mein Herz geschafft. Natürlich ist da der Primer, der Aura Glow Primer, traumhaft, genauso wie der Skin Realist. Auch in meinem Gesicht ist hier von Nabla das Lift and Fix Brow Gel. Das ist okay. Das war das rein? Ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt nicht so festtackernd. Wer das Festtackern nicht so gerne mag, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich persönlich bin ja eher so der Tacker-Mensch. Dieser Concealer Regeneration ist großartig. Ich habe die Farbe Light Ivory drauf. Die Farbe Heller ist mir zu hell. Das lässt dann meine untere Augenpartie etwas zu gräulich, zu fahl aussehen. Auch natürlich mit dabei die Pinsel. Leute, große Empfehlung. Sehr, sehr schöne Qualität. Die Lip Liner, ein Traum, halten wirklich gut. Habe ich auch drauf gemacht, aber ich habe sehr, sehr viel auf meinen Lippen. Da ist gerade viel los. Auch dieser Augenbrauenstift in der Farbe Venus ist sehr empfehlenswert. Auch gerade drauf. Ich habe sehr viel drauf gemacht. Dann die Vicious Mascara, natürlich immer mal wieder Alltime Favorite, ne? Die würde ich aber wirklich empfehlen, als Mascara zu kombinieren. Also das halt wirklich, seht ihr gleich auch, mit einer anderen Mascara zusammen. Weil ansonsten kann das für die ein oder andere Person zu intensiv werden. Und Alltime Favorite Close-Up, das Powder ist wirklich toll. Auch die lose Variante davon. Ihr bekommt sogar auf ausgewählte Produkte bis zu 70%. Genauso verhält es sich auch bei Ofra Cosmetics. Das ist ja eine Marke, die so durch die Highlighter groß geworden ist. Aber die haben auch schon wieder neue Produkte auf den Markt geschmissen. Auch dieses, ich schüttel das so gerne, Rodeo Drive Make-Up Fixer in der kleinen Variante finden wir bei Purish wundervoll. Auch in der Box mit Maxim am Start. Genauso toll, mindestens, ich finde den sogar noch besser, ist hier der Blush. Den finde ich richtig schön. Die Farbe ist Candy Apple und den habe ich mir jetzt auch nochmal on top gegeben. Das ist auch eine sehr frische, schöne Farbe. Ein für mich Highlighter, könnte man auch als Finishing Powder verwenden, aber ich persönlich finde das zu viel, ist hier dieses hier Pure Glow in der Farbe Light. Oh, richtig schön. Nicht nur das Packaging ist wirklich schön und außergewöhnlich, sondern auch dieser Glow, weil das ist halt kein Glitzer und der ist sehr nass auf der, also sieht sehr, sehr nass oder foliert aus, ne? Mag ich sehr gerne leiden. Lethal Cosmetics ist auch mit am Start und da habe ich gleich zwei Produkte, die ich hier habe. Einmal in der Farbe Leeward, dieser großartige Liquid Lipstick ist es ja eigentlich, ne? Habe ich jetzt hier aber, wie gesagt, dann auch den Linda Hallberg Gloss drüber gegeben, aber ansonsten wäre das auch eine Sache. Einer der wenigen Liquid Lipsticks, die ich persönlich tragen würde. Und auf meinen Augen befindet sich gerade diese Palette. Das ist die Evergreen Palette. Seht ihr morgen dann auch, wie ich den Look damit gezaubert habe. Großartig, wirklich. Also die neuen Paletten von Lethal Cosmetics sind definitiv einen Blick wert. Schaut da super gerne vorbei. Und da ist, glaube ich, auch auf ausgewählte Produkte 70%. Misauda Milano ist auch mit am Start. Da habe ich jetzt auf jeden Fall die Mascara, die ich euch empfehlen möchte. Big and Thick Lashes, die ist der Hammer. Wirklich, 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 wirklich gut. Sehr empfehlenswert, ist definitiv einen Blick wert. Und schaut da einfach mal vorbei. Die haben natürlich auch andere Produkte, aber das ist die das Produkt, was sehr in meiner Rübe hängen geblieben ist. Auch Ilia Beauty ist mit bis zu 30% am Start. Da habe ich diese Foundation, habe ich ja eben schon angesprochen. Shake Before Use definitiv, weil das ist Naturkosmetik. In der Farbe Sable habe ich die und die ist relativ leicht, aber ein bisschen intensiver als die Yummy Skin Serum Tint Geschichte. Aber ich würde sie schon vergleichen von der Deckkraft mit dem Nabla Skin Realist. Eine sehr schöne, sehr haltbare Foundation, die nicht irgendwelche Fältchen betont oder so. Die hat einfach eine ganz tolle Deckkraft, ein ganz schönes Finish. Mag ich sehr gerne leiden und da habe ich sogar Sarah Isabel mit angefixt. Dann haben wir hier auch noch mit am Start BH Cosmetics. Da habe ich euch exemplarisch mal die Goldie Mrs. Bella Palette rausgesucht, die ich so schön finde. Ist natürlich schon ein paar Tage älter, dementsprechend ist da einfach die Art der Highlighter etwas anders als das, was wir heutzutage so kennen. Also im Gegensatz zu dem Ofra Highlighter, der ja, wenn man ihn aufträgt, eher nass und foliert und subtil ist, ist das schon Cravem, ne? Sehr pudrig und sehr, aber sehr, sehr schön. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das sind halt diese klassischen, die man halt so von
damals so kennt. Und ich mag einfach die Qualität sehr gerne. Deswegen ist das auch nach wie vor echt ein Schatz in meiner Sammlung. Ja, und sehr empfehlenswert. Auch Lidschattenpaletten und so weiter finden wir von BH Cosmetics bei Purish. Also definitiv mal vorbeischauen. Be Perfect ist auch mit dabei. Da habe ich jetzt hier die Carnival All Stars Palette, mit der du einfach mal den Regenbogen hast. Ne? Es ist einfach eine schöne, bunte Palette. Könnte für mich mehr Schimmer enthalten, aber ansonsten ist es halt so eine schöne Palette, die man als Basic Rainbow Palette verwenden kann. Dann haben wir mit dabei Suva Beauty und da ist einfach für mich ein ganz, 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 ganz wichtiges Produkt, diese Taffys. UV Primaries sind hier jetzt drin. Nee, nicht Taffys, UV Primaries. Also UV Primaries. Hä? Nein, die UV-Viecher, genau. Und die Primaries ist das und die Taffys ist, glaube ich, dann die Pastellvariante oder so. Da gibt es einmal diese hier, dann gibt es die, wo du sowohl die, also halt die Pastellvariante oder die Neon-Variante, ist es eher Pastell. Dann die Variante, wo du sowohl matte als auch schimmernde mit drin hast. Das ist richtig krass. Es gibt die auch in einzeln, ne? Und ja, sieht halt aus wie ein Farbmalkasten, aber genauso kann man die auch verwenden. Und ich persönlich finde, dass man die auch sehr, sehr gut anwenden kann. Ich kann damit sehr gut um und kann sie euch wirklich empfehlen. Ganz tolle Geschichten. Catrice Cosmetics ist auch mit bis zu 30% am Start. Und da habe ich jetzt hier auch auf meinen Augen, auch kombiniert mit der Nabla Vigis, die Go Big Go Bold Mascara. Die habe ich aus einem Set rausgenommen. Das ist auch so ein Catrice Set. Da habe ich euch auch, glaube ich, sogar ein Unboxing mal zugedreht. Weiß ich gar nicht. Nee, ein Reaton. Wie heißt das hier? Short. Genau. Eine sehr schöne Geschichte. Ich persönlich mag die Mascara schon ganz gerne, aber vor allem als Kombi-Mascara. Beauty Blender ist mit am Start. Da kennen wir ja die Beauty Blender generell, also die Schwämmchen, die einfach überragend sind und die Mutter aller Beauty-Schwämmchen im Prinzip. Und Fleeky ist auch mit dabei. Das ist eine Marke, die mich bislang leider nicht ganz so überzeugen konnte. Skincare haben wir auch super viel, bis zu 30% Rabatt auf folgende Marken. Paula's Choice ist ja eine sehr bekannte Marke. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht sogar von Hattie der neue Sonnenschutz da mit drin ist. Das weiß ich gar nicht, ob Purish den hat. Geek and Gorgeous ist auch mit dabei. Genauso Transparent Lab, das ist ja auch eine sehr gehypte Marke. Face Theory, Acne Me ist auch eine sehr bekannte Marke. Laneige, die mit ihren wundervollen Lippen, Masken, Overnight, richtig, richtig toll, kann man gut mal ausprobieren. Purito haben wir mit dabei, dann die K-Beauty Marke ist es ja, glaube ich, ne? Holika Holika und auch CosRx. Frank Body, da habe ich letztens diese Beauty Drops leer gemacht. Da muss ich wirklich sagen, das war ein bisschen, also für das, was es gemacht hat, ein bisschen viel Geld, ne? Aber es ist halt sehr schön gewesen, aber kann man sich anschauen, wenn man möchte. PSA kenne ich persönlich jetzt so nicht. NYX, da haben wir zum Beispiel dieses Haaröl, dieses Real Prodigieuse, was für dieses Trockenöl für Gesicht, Körper und Haare. Eine ganz tolle Sache. Gibt es auch, ich glaube sogar in der Rosenvariante bei Purish und es gibt dann noch so einen schönen Duft mit dabei. Ivy Technology haben wir mit dabei und Benton. Benton ist ja auch eine Marke, so im K-Beauty-Segment. Ja, und wie gesagt, dann haben wir doch mal die on top, also bis zu 70% auf ausgewählte Produkte von Bondi Sands und Loving Tan. Das habe ich eben, glaube ich, auch mit eingeblendet. Bei Haircare ist es Invisibobble, die halt auch noch richtig krass reduziert sind. Ich mag so gerne Invisibobbles, trage ich auch immer. Ja, ja, es ist schon crazy. Und wie auch eben schon beim Make-up erwähnt, Linda Horbe Cosmetics, also LH Cosmetics, hat bis zu 70% auf ausgewählte Produkte. Das ist hammermäßig. Nabla Cosmetics, und das ist so eine schöne Qualität. Also Nabla ist eine ganz, ganz, ganz ansehbare Marke. Lethal Cosmetics, mal gucken, ob die auch die Evergreen-Palette so krass runtersetzen. Das muss ich selber nochmal schauen, was ich da so finde, weil ich persönlich werde auch shoppen gehen. BH Cosmetics haben wir dort auch noch mit am Start. Catrice Cosmetics hat da auch ein paar Produkte, die so hart reduziert sind. Vielleicht sogar das Set, über das ich gerade gesprochen habe. Suva Beauty, da denke ich oder kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel diese Einzel-Dinger, ne, die Einzel-Eyeliner sehr stark reduziert sein könnten. Und Danessa Myricks Beauty mit bis zu 70%. Da bin ich sehr, sehr gespannt, bei welchen Produkten das dann so sein wird. Wahnsinn, ne? Also richtig heftige Marken. Das ist krass, was die da reduzieren und was die raushauen. Also im Prinzip ist es ja nicht nur, dass die dann quasi ihren eigenen Geburtstag feiern, indem die ja Geschenke kriegen, sondern die hauen raus für ihre Kunden. Und das finde ich immer sehr, sehr liebevoll. Und ja, bis zu 70% und dann nochmal 10% additionally, also nochmal zusätzlich mit Claudis Welt 10. Hammermäßig. Ich habe jetzt gerade erst noch
mir was bestellt gehabt, tatsächlich auch selber bei Purish. Das ist einmal die Dirty Martini Palette von Glam Light. Die möchte ich auch dann diese Woche mal mit euch zusammen irgendwie ausprobieren. Da schauen wir mal in einem kleinen kurzen Video, vielleicht auch bei Claudis Bunte Welt. Da müssen wir mal zusammenschauen. Die Verpackung ist auf jeden Fall umwerfend. Auch Schatzi fand die großartig. Ja, das muss ich nur hier oben leider aufmachen, weil ich dann an die Palette ran möchte. Naja, aber da kann man auch sehr schöne grüne Looks mitmachen, wie das, was ich auf meinem Auge wahrscheinlich habe. Ja, und da kriegt ihr auf jeden Fall dann ja auch 10% drauf. Und genauso ist es auch bei dieser Strawberry Shortcake Berrylicious Palette von Glam Light. Die ist ganz, ganz neu. Ich denke, da werde ich jetzt recht schnell schon einen Look mit schminken. Oder vielleicht habe ich das auch schon gemacht. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, es wird aber alles dann so in den nächsten Tagen sehr geballt bei Claudis Bunte Welt kommen. Ich hätte es schön gefunden, wenn hier auch so eine opulente Verpackung drumherum gewesen wäre. Ist jetzt nicht so der Fall. Aber die Farben sind natürlich schon der Knaller, ne? Also das freut mich sehr, dass die jetzt auch hier bei mir ist. Riecht die? Hier riecht ein ganz kleines bisschen nach Erdbeere. Ah, minimal, ne? Schaut in der Infobox vorbei, da ist alles verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!